Thersha and the Cult of Lacan now reach the culmination of their quest and behold a vast Kreon research facility filling the heart of an extinct volcano. Thersha at last confides in Helligryn, as he recounts later in his memoirs. Thersha turned to me and admitted she knew well of my quest for the bottle. Before the end of the Great War, Lacan himself gave her his artifact, Angvir's Flame, a golden scepter with a Mogrite stone at its center. But then she informs me that the scepter, if placed against the soul bottle, actually has the power to restore Lacan from the dark place where he dwelt. I am thunderstruck. The voices in my head are riotous. My long quest for King Lacan must be nearly done. Helligryn, Priest Captain, Cult of Lacan. Revivication without the presence of the original body was considered a dangerous and heretical practice, even among the most evil mage priests of Taros. But first, Thersha and the cult must reach the bottle at the heart of the bizarre Kreonite facility. Ja, Thersha, Helligryn und der Kult von Lacan haben die Spur der Flasche von Lacan in eine bis zu einer kreonischen Untersuchungs- oder Forschungseinrichtung verfolgt. Und diese Forschungseinrichtung befindet sich in einem Vulkan. Und ja, jetzt sind wir nun hier und müssen hier ein bisschen aufräumen, ne? Und Thersha meinte übrigens noch zu Helligryn gerade, ja, dass sie genau weiß, was er mit der... Nochmal von vorne. Also, Thersha meinte zu Helligryn, sie weiß genau, wie seine Quest zu dieser Flasche ist. Denn bevor der große Krieg endete, hatte Lacan Thersha sein Artefakt gegeben. Nämlich Angvirs Flamme. Ein goldenes Zepter mit einem Mogrit-Stein drin. Und wird dieses Zepter gegen die Flasche gehalten, entsteht eine Kraft, mit der Lacan von den Toten wieder ins Reich der Lebenden zurückkommen kann. Allerdings ist dieses Ritual unglaublich gefährlich. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal testen, ob das alles so klappt, wie wir das uns erhoffen. Okay. Kapitel 20, Monstrous Violations. Escort Helligryn to the center of Kreon's research facility. Protect Helligryn and Thersha. Ja, also, wir müssen Thersha und Helligryn natürlich wie immer beschützen und Helligryn zur Mitte dieser Forschungsanstalt bringen. Kein Problem, würde ich da mal sagen. Thersha, sei mal so gut und beschwör mal ganz, ganz schnell einen Tierförer. Und ja... Dann schauen wir mal, wie wir uns hier durchkämpfen werden. Und ich kann schon mal versprechen, Leute, hier ist es nicht so gefährlich, wie man es vermuten mag. Denn einerseits ist der Vulkan erloschen, oder das heißt, er ist nicht mehr aktiv. Und andererseits laufen hier kaum kreonische Soldaten rum. Die einzigen Soldaten, die hier rumlaufen, sind Mechaniker und Chefingenieure. Und vielleicht der ein oder andere Automaton. Mehr ist hier wirklich nicht. Gut, im Zentrum... Ich glaube, im Zentrum sind tatsächlich noch Shock Trooper. Aber... Dann sage ich, Leute, die sind so wenige, die kümmern uns eigentlich so ziemlich gar nicht. Gut, dann bauen wir uns mal hier eine kleine Truppe auf. Auch hier könnte man ja theoretisch Helligryn in einen Roch packen und mit dem einfach hier ins Zentrum fliegen. Aber wie gesagt, sowas kann einfach jeder und wir machen es auf die coole Art und Weise. So wie man es natürlich für uns gewohnt ist, wir gehen den richtigen Weg. So, Thersha, sei doch bitte mal so lieb und zauber uns einen hübschen Magnetstein hin. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Was? Nein. Auf der Minimap sehe ich schon wieder, dass da ein paar Leute antanzen. So, passt mal auf, Leute. Jetzt machen wir hier eine Taktik. Die hat das letzte Mal, hatte sie unglaublich gut geklappt. Erstaunlich gut. Nämlich, wir zaubern uns hier tatsächlich Harpien hin. Wie gesagt, hier haben wir hauptsächlich mit Chefingenieuren und mit Mechanikern zu tun. Die anfällig sind gegen die Harpien. Sehr, sehr nice. Und wir räumen hier beim Tisch ein bisschen auf, ne? Denn es kann ja nicht angehen, dass hier alles hier mit kreonischen Mana-Raffinerien zugebaut ist. Ne, wir wollen hier Magnetsteine haben. Zwischen Magnetsteine, sehr, sehr schicke Teile.
sehr, sehr schön. Und, ja. Hallo, Freunde. Hey, Moment. Oh, boah. Boah, kümmert euch mal darum, Mädels. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Mechaniker und wir sehen, der Mechaniker kann unglaublich viel bauen, ja. Er kann so richtig viel bauen, wie zum Beispiel eine Mana-Raffinerie oder ein Gatling Crossbow. Und viel mehr ist auch nicht. Ja. Wirklich, ist wirklich nicht mehr, was drin ist. Aber immerhin, da können wir einen Gatling Crossbow uns hier hinstellen. Das ist doch bestimmt auch schon mal was wert. So, Nucky Shah, ja genau. Dann Nucky Shah mal rüber. Und ich will noch ein paar Mechaniker haben. So. Sehr schön, da hatten wir das auch geklärt. Und ich glaube, hier war auch irgendwo noch ein Chief Engineer sogar. Den holen wir uns natürlich auch nochmal, Leute. Pass mal auf. Da. Und der Chief Engineer, der kann sogar noch viel lustigere Sachen machen. Verdammt. Okay, kümmere dich mal darum. Sehr schön, danke. Der Chief Engineer kann noch viel, viel, viel coolere Sachen machen, als der, viel, viel coolere Sachen beschwören, als der Mechaniker. Nämlich einen ganzen Mana-Amplifier. Yeah! Ja, sehr viel ist das schon. Ist auch bestimmt irgendwas wert. Nein, eigentlich nicht. Also... ich finde es ein bisschen schade, dass sie nur so wenig hier zaubern können. Gut, der Chief Engineer kann generell von Natur aus schon sehr wenig zaubern. Aber diesmal kann er sogar noch weniger zaubern. So. Alles klar. Wir gönnen uns jetzt gleich die ganzen Mechaniker. Wir übernehmen hier die ganze Forschungsstation hier. Sehr schön. Dann können wir hier gleich mal hier aus diesen ganzen... Speeren hier können wir sicherlich dann gleich auch noch hier Shotguns zaubern. Das sieht bestimmt voll witzig aus. Einfach so ein Jäger mit einer Shotgun. Das wäre echt witzig. Ja. Stell dir das mal vor. Ihr kommt einfach immer so ein Bär an. Mit so einer Knarre, die normalerweise hier diese Shocktrooper haben. Sehr schön. Allein die Forschung finde ich gerade mega witzig. So, Tirscha, wo bist du denn? Du kannst dich noch einmal nützlich machen. Geh in die Küche, mach Sandwiches! Nee, natürlich nicht. Nein, du bist ein Henker. Tirscha, wo bist du denn? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Jo, da ist er. Tirscha ist nett und cool. Und unsere Freundin. Ich wette, im richtigen Leben, ja, der wäre Tirscha wahrscheinlich auch so ein Hippie oder so. Ja, so. Sie ist halt so total naturverbunden und alles, ne? Und also wäre wahrscheinlich so eine Greenpeace-Aktivistin oder so. So ein Baumschmuser. Oh, nein, 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 du sollst Magnetschein zu Ende zaubern. Ich dachte, du hättest den vorbei schon zu Ende gezaubert hier. Nein, 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 nein. Oh. Uncool. Dankeschön, dass ihr dann aufhört, wenn ich sage uncool. Immer noch uncool! Hey, lass das! Ich hasse das! Weg da. Ja, das steht irgendwo im Gatling Crossbow. Ja, ihr könnt ganz toll schießen. Ich finde ihr auch ganz, ganz große Klasse hier. Tischer Rock ist nicht auf. Weg hier. Komm, weg damit. Dankeschön. So, und jetzt nochmal einen... Magnetstein. Sehr schön. So, da können hier unsere Freunde mal hier mitten ins Lager kommen. Und du solltest doch eigentlich... Hab ich dir nicht gesagt, du sollst Jäger beschwören? Offenbar nicht. Gut, dann einmal nochmal die Harpier nehmen. Mhm, sehe ich auch so. Dann fliegt man hier so gerade so rüber, ne? Fliegt mal so hin, ne? Und dann sucht ihr nach weiteren Mechanikern. Da kommt auch schon wieder welche an. Seht ihr auch bis hier? Ja, sollten auch nicht hier versuchen, unbedingt hier diese Destillerie anzugreifen, Mädels. Denkt doch einmal nach!
Hey, bleib mal stehen, Kumpel. Hey! Dankeschön. So. Diese Harpien sind hier echt nützlich, muss ich schon sagen. Gut, ein Roch wäre hier viel nützlicher, aber das ist mir egal. Mädels? Danke. Oh, da wurde einer abgeschossen. Und einmal den hier, bitte. Alles klar, sehr, sehr nice. Wir haben zwar ein paar viele Harpien hier verloren. Aber das soll mir jetzt auch mal recht sein. So, alle nochmal herkommen. Wie das sich wohl anfühlen muss, wenn du gerade von einer Harpie bekehrt wirst oder was auch immer. Wenn die gerade ihre Geisterenergie auf dich loslassen. Okay, okay, I'm going. Ich stehe mir gerade irgendwie so... Wahrscheinlich sind die irgendwie so unter Drogen erstmal gesetzt oder so. Ach, keine Ahnung. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es ein richtig angenehmes Gefühl ist oder so. Und dann sind die alle total high und happy und alles, ne? Ich meine, ja, Zonen sind ja eh alle so die Hippies. Die Hippie-Fraktion hier. Hippie-Baumschmuser-Peter-Fraktion. Und, ja. Da haben wir noch mehr feindliche Raffinerien, Amplifier, sonst irgendwas für Teile. Und ja, hier, das dürfte schon reichen. Ups. Ja gut, dann kommen wir hier rüber und zaubern noch ein paar Trolle. Denn wie wir alle wissen, sind Trolle ja immun gegen das Einfrieren. Da die guten Herren ja eine Rüstung tragen. Na klar, und alle Leute, die eine Rüstung tragen, sind, ganz klar, immun dagegen. Tirscher, wo bist du denn? Ich brauche dich nochmal. Da, sehr schön. Sei so gut und kümmere dich mal hier um diesen Mana-Amplifier. Mana-Raffinerie war das. Um die diese Mana-Raffinerie. Dankeschön. Mach's gut. Sehr schön. Dann, kommt mal alle Mechaniker hier mal gerade zusammen. Hier ist eine große Mechaniker-Party und Chief-Engineer-Party steigt hier gerade. Party Art mit Harpien hier, natürlich. Die Mädels sind auch noch dabei. Und gut, dann kommen die ganzen Jäger nochmal an. Damit die ganze Party hier, wisst ihr, Jäger sind hier so, die sind hier... Diejenigen, die sich jetzt über die Lautstärke auf der Party beschweren und sagen, geht doch nicht, alles zu laut hier. Na gut, das, genau so kann man sich das bestimmt vorstellen. Nein, natürlich nicht. Wisst ihr was, Leute, mir fällt gerade hier auf, diese Raffinerie hier ist extremst dämlich platziert worden. Ne, mitten hier auf diesem Weg, ne? Ne, wahrscheinlich haben die kriegerischen Arbeit habe ich so gedacht, wo stellen wir die hin? Hier irgendwo am Rand? Ach nee, das würde ja Sinn ergeben. Nee, wir stellen die einfach hier inmitten im Weg. Ja, genau, das ist eine geile Idee. Yo. Und dann kommt die da so an, meint ihr nicht wirklich, es würde viel mehr Sinn ergeben, dann so hier doch eher am Rand zu bauen? Da haben die anderen so gesagt, nö. Na, so kannst du dir ungefähr vorstellen, so wurde das jetzt wahrscheinlich geplant.